Willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Retter Team Deluxe. Wir machen weiter mit dem zweiten Biest, Raikou, auf dem Blitzfeld. Und ich glaube, da habe ich jetzt doch auch 4 Aufträge. Oh, ist ja super. Perfekt. Wäre ein bisschen schade, wenn wir jetzt nämlich keine Aufträge hätten. Denn dann würde ich natürlich weniger schaffen. So, natürlich ist das Team für Raikou jetzt gerade nicht so gut aufgestellt. Deswegen nehmen wir erstmal Groudon. Ein Boden-Pokémon kann nicht schaden. Und ich würde sagen, Asano. Doch, das sollte so gehen. Wie sieht's aus mit unseren Items? Muss ich irgendwas lagern? Also wir haben auf jeden Fall genug Äpfel. Schleimkost. Naja. Lebersamen haben wir auch noch genug. Ich habe gerade noch einen Helferorb gekauft. Immer wenn die da sind, dann will ich die auch haben. Die Entwicklungsgeoden kann ich wegtun. Wo bin ich die überhaupt her? Die habe ich auch einfach in Kecleon Shop gekauft. So. Ja, dann muss ich auch eigentlich nicht mehr mitnehmen. Das Geld zahlen wir noch eben ein. Und dann legen wir los. Berechnen wir auf und besorgen uns Raikou. Da habe ich mal am meisten Angst, ich weiß auch nicht warum. So, Nidorino begleitet uns. Ja, also ich würde sagen, du hast keine Chance, Fritzi Blitz. So, hier haben wir ein bisschen Geld. Aber wo? Hier ist die Treppe. Ja, Magnetilo, keine Chance. Wir gehen einfach weiter. Und Raikou würde ich im Übrigen auch ganz gerne mitnehmen im nächsten Part, wenn wir dann Suicune holen. Das macht jetzt schon sehr viel aus. Ich kann natürlich einfach Erdkräfte einsetzen und das dann hier selbst erledigen. Aber Nekoro schafft es ja dann doch. Jetzt würde ich aber Erdkräfte einsetzen. Das wollte ihr dann doch, man sieht so gerade. Autsch, und das ist jetzt Ampelleuchte gegen uns ein. Ah, und hier ist schon die Treppe. Ich muss aufpassen, dass ich kein Erdbeben einsetze, sonst sind Nekoro und Nidorino ganz schnell besiegt. Ah, das ist noch ein Top-Ether, aber wir gehen einfach weiter. Auch hier gibt es wieder 30 Ebenen. Die sollten wir aber relativ schnell abgearbeitet haben. Es kommt ein bisschen drauf an, wie viele Pokémon uns hier begegnen. Aber bisher läuft das ganz gut. Die Piercefbeere ignoriere ich. Und dann greife ich mal hier mit Erdkräften an. Hier sind ja auch 2 Pokémon, da lohnt sich das richtig. Beide besiegt. Ritzeblitz möchte mitkommen. Da habe ich gar nichts gegen. Es hat Entschärfen als Fähigkeit. Das ist gut gegen Fallen. Magnetilo sollte keine Chance haben. Das Problem mit Magnetilo ist aber, dass es Robustheit hat. Jetzt komme ich da nicht gegen an, das gibt's doch nicht. Okay, das hat jetzt wirklich keine KP mehr. Funkensprung bringt dir gar nichts. Daneben. Oh, gerade vor ganz gefährlich. Der Flammsturm macht eigentlich gar keinen Schaden. Ist auch nicht erwartet. Musst du da immer nicht treffen? Ja komm, wir machen jetzt Erdkräfte, weil die 2 Pokémon im Raum sind. Okay, eine Sinnebeere für Groudon. Sonnenlicht lässt nach. Hier ist die Treppe. Und hier ist sofort wieder die Treppe. Perfekt. Ah, wollte ich dann lieb noch.
Sollte aber jetzt besiegt sein. Und weiter. Da oben ist ein Monsterraum. Und der zweite hier im Dungeon. Ich glaube, im Monsterraum sind nicht die Treppen. Ich habe das Gefühl, mit Groudon ist die Steuerung irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Manchmal reagieren die Knöpfe auch gar nicht so. Habe ich aber nur bei Groudon, nicht bei den anderen. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ah, Ladungsstoß. Du musst doch selbst wissen, dass das nichts bringt, Fritzeblitz. Aber du darfst gerne mitkommen, vor allem wenn du Schutzrhythmus hast. Auch hier ist keine Treppe. Ah, hier ist die Treppe. Okay, dann kommen wir auch hier wieder um einen Monsterraum rum. Nidorina. Da waren zwei Äpfel, also ich kann Nidorina auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt komme ich da nicht her. Das war auch ein gegnerisches Pikachu, habe ich nicht gesehen. Oh, wir haben wieder einen Fritzeblitz mit Blitzfänger. Das heißt, Elektroattacken können uns gar nicht treffen. Noch weniger als ohnehin schon. Außer das Fritzeblitz ist nicht nah genug dran. Ich habe Angst, dass... Ja, jetzt ist gut. Mit der Kräfte einsetzen. Na, muss das denn immer daneben gehen? So, weiter geht's. Ach so, nein, das ist das Nidorino aus unserem Auftrag. Muss man nicht. Okay, ich wollte schon sagen. Muss ich bitte ein bisschen näher dran stellen? Okay. Dann haben wir auf jeden Fall zwei Äpfel für uns. Was auch nicht so verkehrt ist. Da ist die Treppe, perfekt. Ja, der Fortschritt ist gut. Das sollte sich erledigt haben. Und hier ist sich jetzt Flammensturm ein, glaube ich. Das reicht. Meine Erdkräfte sind gleich leer, aber ich werde sowieso Top-Elixier nehmen, weil alle meine Attacken sich langsam dem Ende neigen. So, die sammeln das Geld ein. Suche jetzt einfach hier die Treppe. Pikachu dürfte gerne mal mitkommen. Das ist so ein Pokémon, das noch fehlt. Weil es ja auch ein Starter-Pokémon ist. Und Levelaufstieg für Asano. Und für Libeldra. Nice. Oh, auch hier ist keine Treppe. So, Erdkräfte haben wir nicht mehr. Schade. Ich glaube, da oben stirbt gerade jemand. Ah, nein, wir haben es noch geschafft da oben. Also, was heißt wir? Unser Teammitglied hat es geschafft. Wir haben nicht sehr viel dazu beigetragen. Natürlich ist die Treppe im letzten Raum, den ich betrete. So, wie ich das gerne habe. Piersif-Beere, na gut.
Lebt das? Oha. Krass, Plus hat einfach überlebt. Habe ich so nicht erwartet. Autsch. Oder auch nicht. Elektroattacken bringen nichts. Ich habe es nur gerade einfach kurz vergessen. Plusle möchte mitkommen. Was ist das denn noch? Ja. Hier ist die Treppe. Perfekt. Oh, da haben wir Top-Ether. Oh, Blitzer ist besiegt. Und Blitzer möchte mit. Oh mein Gott, ist das so gut. Das muss ich jemanden rauswerfen. Dieses Fritzeblitz. So, ich muss mal eben kurz einen perfekten Apfel essen. Dann gebe ich einen Top-Ether an Inekoro. Wobei noch gar nicht. Ja, aber ich werde einen Top-Elixier nehmen. Weil ich möchte schon Erdkräfte zur Verfügung stehen haben. Manchmal ärgere ich mich, dass wir nicht genug Schaden machen. Nadelrakete ist eine Attacke, die aus der Entfernung kommt und trotzdem mehrmals treffen kann. Das ist auch sehr, sehr mächtig. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns auf Ebene 25 so ungefähr wieder. Mal gucken, vielleicht passiert auch vorher noch was Spannendes. Und hier ist eine Aerodactyl. E26 im Blitzfeld. Wir sind jetzt gleich bei Raikou. Oh mein Gott. Tropius kann mir tatsächlich gefährlich werden. Da muss ich aufpassen. Oh, komm schon. Ein Tropius ist besiegt. Lockduft, wirklich. Kommt dann Raichu. Aber gerade lief es gut und jetzt nicht mehr so. Ich werde eine Sinnelbeere einsetzen. Besser eine Sinnelbeere als ein Lebersamen. Auch ich lerne irgendwann dazu. So, jetzt schnell die Treppe finden. Die Aufträge habe ich alle abgeschlossen, so wie ich das überblicke. Das heißt, wir müssen jetzt ganz hier auf... Ah, perfekt. Raikou konzentrieren. 27. Irgendwer nimmt wieder Schaden. Ich verstehe das nicht. Hier ist die Treppe. Ja, dann nochmal ein Tropius. Ja, Zauberblatt tut weh, das war zu erwarten. Aber Tropius ist besiegt, wir gehen weiter. 28, zwei Ebenen noch. Ist das ja eigentlich gutes Training? Ich weiß es nicht. Ich weiß, die schnellste Trainingsmethode ist das Makuhita-Dojo und das finde ich nicht besonders schnell. Also in diesem Spiel zu trainieren ist nicht ganz so geil. Die Magneton ist besiegt. Und Treppe. Letzte Ebene. Oder erst außen rum und dann irgendwann nach innen. Und da hilft jemand einen Stein auf mich. Na geil. Tropius besiegen. Gibt's doch jetzt nicht.
Ach komm, ich muss es besiegen. Dann eine Seelwehre und dann. Bis dann gehe ich auf Erdkräfte. Das ist ein Mauntropius, das mich da hinten angreift. Trotzdem würde ich ganz gerne hier einmal den Samen aufleben. Ja, ist aber nur ein Plosivsamen. Schade. Soll ich ansonsten um Tropius kümmern? Und da ist die Treppe. Auch ein Voltenso, aber das ist nicht schlimm. Jetzt geht's gegen den wahren Boss, Raikou. Mal schauen. Das Blitzfeld ist meine Domäne. Wer es wagt, diesen Ort zu betreten, wird es zutiefst bereuen. Mit meinen Blitzen werde ich alle zerschmettern. Ja, das hast du schon mal gesagt. Und ich habe dich schon mal besiegt. Also, ich mache mir jetzt nicht so große Sorgen. Da ist auch vielleicht ein bisschen näher dran. Elektroattacken können schon mal nicht treffen, weil wir Fritzenblitz haben. Ich muss Fritzenblitz auch auf jeden Fall am Leben erhalten. Viel Schaden werden wir auch nicht machen, das muss man dazu sagen. Also es wird jetzt ein bisschen dauern. Wir haben gar keinen. Wenn das Elektroball hinter mir oder vor mir kaputt geht, werde ich einen Belebersamen einsetzen, aber ich werde jetzt keinen Zurückschreck oder so heilen. Das finde ich auch gar nicht notwendig. Es ist auch nicht notwendig, dass wir hier ein Helferteam rufen. Jetzt hat aber Reflektor eingesetzt, das ist natürlich ein Geruch. Treffen natürlich nicht. Ladungsstoß gegen Libeldra, was soll das denn bringen? Zumal ja sowieso Fritzenblitz alles aufsaugt. Okay, Raikou besiegt. War auch nicht schwer. Gefällt ihm natürlich gar nicht, aber damit muss es klarkommen. Euer erbitterter Kampf hat Raikou deutlich gezeigt, wie mutig Team der Retter ist. Ja, und damit kommst du jetzt demnächst mit ins Nordwindfeld, Raikou. Oh, du hast sogar Vorpreschen. Super nice. Gut, wir haben hier einmal eine normale Box und dann noch eine schöne Box. Ja, eine Luxusbox, so heißen die eigentlich. Ihr könnt alle bei mir bleiben, auch wenn ich euch alle wahrscheinlich nicht einsetzen werde. Wobei, wenn wir ins Nordwindfeld gehen. Wobei, ich wollte eigentlich jetzt Raikou, Magnezone und Roserade mitnehmen. Wobei Pikachu eigentlich auch ganz nice ist. Aber die sind auch nicht so hoch gelevelt. Na, finde ich immer schwer. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal alle mit hier. Niemand wird ausgesetzt. Auch unsere erste Evolution finde ich sehr schön. Gibt es in dem Spiel eigentlich Felinara? Also ich denke Glaciola und Fulipurva sollte es geben. Denn die anderen Pokémon, also die anderen Entwicklungen aus der vierten Generation gibt es ja auch. Roserade, Magnezone. Aber Felinara ist ja eigentlich auch noch sechste Generation. Nach der vierten Generation wurden ja auch diese Cross-Gen-Evolutions nicht mehr fortgeführt, außer eben mit Felinara. Deswegen, ich bin ein bisschen verwundert. Gibt es Felinara im Spiel oder nicht? Ich werde das mal nachgucken. So, wir haben Vatis Auftrag erfüllt.
kriegen dafür AP, Brause, Lebenssamen. Wow, 6 Stück sogar. Und 305 Punkte. Ich kann nicht klagen. Aber wir sind heute ungefähr die Hälfte voll. Ja, wobei, wir haben ja nur 4 Aufträge gemacht. So, Muschas wollte was für Perlo. Auch nicht schlecht. Eisen und... Oh, auch wieder 275. Dann der Auftrag von Nidorino Nidorina. Ja gut, der wird nicht so toll. War aber auch schnell erledigt, also kann ich mich auch nicht beschweren. Und Galoppa. Na, gibt auch nur 275. Also fast die Hälfte. Gut. Raikou ist erledigt. Wir werden im nächsten Part nach Suicune gehen, zu Suicune gehen im Nordwindfeld. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, wie immer, alles Gute. Und da kommt die Faust.